Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Ja, wir sind in Folge 1040 und die heutige Folge ist auch für alle die gedacht, die mit der Xbox One und der PlayStation 4 den Landwirtschaftssimulator 2019 spielen, weil auch für euch sind diese Mods zu bekommen. So, wir haben heute drei Gebäude und ein Fahrzeug, deswegen gucken wir uns das Ganze jetzt mal an. Wir sehen schon ein Gebäude von der Rückseite, genau. Wir können hier gleich mal eine Runde auf den Pucks gucken, das ist gut, auf den Putz gucken, das sieht schon mal ganz okay aus. Fenster sind vernünftig eingelassen, wir haben oben eine schöne Holzkante, wir haben rote Dachziegel oben drauf. Dekoration haben wir jetzt so im großen Sinne jetzt hier nicht. Hier wird der Holzbereich ein bisschen weiter runtergezogen, sieht aber texturenmäßig sehr gut aus. Das ist nur ein Winkel vorne dran, das ist nämlich ein Unterstand. Hier sieht man die Stromgeschichten und sowas. Und hier sieht man einen schönen Unterstand. Hier ist ein bisschen Deko drin, nämlich hier sieht man schon, hier hängt eine Leiter. Die Tore hier sind halb Glas, halb Holz. Ne, hier kann man ein bisschen was reinstellen. Wir haben passend Licht drin. Das Licht sieht auch schön verteilt aus, da kann man nichts anderes zu sagen. Das ist eine Bodenplatte gesetzt. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass es nur eine sehr, sehr kleine Kante hat. Und die Kante hier vorne auch ein bisschen abgesetzt ist. Seht ihr es? Also, das sieht nicht nur aus wie nur die Platte einmal hingezogen, sondern die hat das richtig eine kleine Sockelkante noch davor. Finde ich sehr schön gemacht. Und die zweite Hälfte hier ist nochmal eine Werkstattgarage. Und auch die müsste, wenn ich im richtigen Winkel stehe. Licht bringen, glaube ich, denke ich. Wir gucken noch mal, kriege ich hier Licht hin. Oben da. Ne, ich bin immer noch bei der Tür. Die muss eh wieder auf, sonst kann man schlecht raus. Also hier hatte ich jetzt mit Licht nicht ganz so viel Glück. Ne? Aber wie gesagt, hier noch Zubehörgeschichten und sowas drin, Schweißgerät, alles was dazugehört. Hier noch ein bisschen Werkzeuge auch an der Wand, also ne, und eine schöne Giants-Kaffeetasse, also hat man sich schon Mühe gegeben. Ja, hier ist natürlich die Geschichte, ob man hier nicht vielleicht einfach mal eine andere Mausbelegung oder auch eine andere Taste nimmt, um Licht anzuschalten. Fände ich, wäre keine schlechte Idee. So, wir gucken nochmal. Ja, also wie gesagt, lichtmäßig sieht das aber sonst gut aus, wenn man es denn ankriegt. Und auch hier haben wir nochmal einen ganzen Haufen Deko-Sachen drauf. Das sieht alles sehr gut aus. So, wir kommen zu Gebäude Nummer 2. Und das haben wir auf der Seite hier stehen. Ich mache jetzt erstmal die Hilfe wieder aus. Und ihr seht, in dem Fall ist es eine Garage mit großen Metalltüren. Die mache ich an. Das sieht aus wie so ein Welldach-mäßigen Part, ein bisschen großgezogen. Aber vom Weiten her fällt es so in dem Sinne gar nicht auf. Also eigentlich geht's. Die gepflasterte Kante hier unten mit dem Übergang, das sieht ein bisschen komisch aus. Die Führung hier unten von den Türen finde ich wiederum gut. Sorry fürs Husten. Und ihr seht, wir haben hier drin einfach stumpf mal Platz. Also hier kann man richtig schön viel unterstellen. Hier ist keine Deko, kein gar nichts gemacht. Die Texturen von den Steinen sind so mittelprächtig okay und auch der Boden ist okay. Ich renne jetzt mal hier hin. Das ist schätzungsweise das Licht, genau. Sieht aus, als wenn die Fugen hier ein bisschen mitleuchten würden. Ja, das ist auch vernünftig beleuchtet. Man sieht hier ein bisschen nach außen, gibt es dunklere Spots, die auch vom Lichtkegel genau passen. Wir haben hier an der Seite sogar noch ein kleines Fenster drin, übrigens auf der anderen Seite auch. Ja, finde ich sehr gelungen. Auch das hier, sehr schöne Halle, kann man nicht anders sagen. Dachziegel gucken ein bisschen nach innen aus. Worauf die Dachziegel liegen, sieht man so nicht, aber wenigstens ist so eine Balkengeschichte da, die Lampen halten, das ist ja auch schon mal was. Wenn man von außen rumgeht, das ist ja einfach nur, ja, eine große Garage. So sieht das Ganze aus. Hier ist man diesmal auf wenig Deko, sprich auf gar keine gegangen. Muss auch nicht unbedingt immer sein. Also wenn man so ein, zwei Sachen stehen hat mit Deko, dann ist es auch okay. Man sieht auch hier, die Türen funktionieren in dem Sinne dann alle. Ich mache die einfach mal, guck mal, ob die alle auch von innen so aufgehen. Ja, da seht ihr es, ne? Also, wir haben hier einen schönen Fünftürer, ne? Also gar kein Problem. Nicht wundern, dass ich es noch nicht im Shop gezeigt habe. Das mache ich dann gleich insgesamt, wenn ich die platzierbaren Sachen hier durch habe. Weil wir kommen jetzt zur platzierbaren Sache Nummer 3. Und die steht hier. Und da seht ihr auch schon, hier kommen wir zu einer Produktion, so wie es aussieht. So, hier kann man dementsprechend schön rein. Man kann ja auch schön rumlaufen. Hier hinten hat man einen schönen Tisch mit kleinen, ne? Pflanzschalen und hier halt den größeren Anpflanzbereich. Hier ist auch noch mal der gleiche Tisch.
Das heißt, es können zwei Leute einmal die beiden Bahnen, einmal die beiden Bahnen bearbeiten, ohne sich groß in die Quere zu kommen. Also das ist schon mal sehr schön gemacht. Ich laufe jetzt einmal rum. Da sieht man hier schon die üblichen Abgabeplätze. Das wird wahrscheinlich einmal für Mist sein. Das hier ist dann einmal für Wasser der Abgabepunkt. Ne, man sieht hier die Sandflächen, die werden garantiert irgendwelche Punkte sein, wo man was abladen kann oder wo man was mitnimmt. Ne? Wir gucken uns das Ganze mal an. Und dann seht ihr auch, worum es überhaupt geht. Genau, das ist nämlich der ganze Trick an der Geschichte. Wir fangen mal an mit Diverses hier. Da seht ihr es nämlich schon, das ist eine Blumengärtnerei. Wenn ihr das Ganze hier anliefert, dann fangen hier drinnen an Blumen zu wachsen. Das sind die Jungs, die es gemacht haben. 16.000 kostet das Ganze. 16 am Tag müsst ihr dann bezahlen. Das ist meistens 1.000 zu, ne? Und dann einen am Tag sozusagen pro 1.000. Produziert Blumen, die automatisch verkauft werden und ihnen Geld einbringen. Das heißt, solange man das Ganze versorgt, bekommt man 1.000 die Stunde. Was also gar keine schlechte Einnahmequelle ist. Und ja, wenn man drauf drückt, kann man hier einfach ganz normal setzen. Ich kann jetzt hier hingehen, tata, plupp, und setze hier noch eine zweite neben. Macht rein gar nichts. Die Felder hier, wo man normal was abholen könnte, wäre Quatsch. Das hier, was ich jetzt gesetzt habe, ist auch Quatsch, weil man kommt gar nicht an Mist und Wasser ran. Aber ihr versteht, was ich meine. Sieht sonst optisch auch sehr gut aus. Also das ist auch rein als Deko-Objekt schon gar nicht mal schlecht, wenn man das hinstellt und sagt, okay, brauche ich nicht. Ne? Man sieht hier oben auch schon mit dem Mittelpfosten-Part hier, mit den Querträgern und sowas. Auch die Wasserversorgung, das sieht eigentlich ganz okay aus. So, ja, das waren die platzierbaren Sachen in dem Sinne. Wir gehen nochmal zurück und müssen natürlich die beiden Hallen hier und Werkstattschuppengeschichten hier nochmal dazu nehmen. Da haben wir hier den großen Maschinenschuppen. Da können wir halt verschiedene Maschinen reinstellen, um nicht zu sagen, fünf Stück mindestens, wenn man nur nach den Türen geht. Und man kann natürlich in den Ausbuchtungen links und rechts auch noch kleinere Sachen reinstellen. Dafür bezahlt man nur 8.000, das ist also für Verhältnismäßigkeiten zu dem, was man bekommt, halt sehr, sehr günstig und 2 Euro am Tag. Die andere Variante hier kostet nur 9.000 und kostet 10 am Tag. Also es sind diesmal beides sehr, sehr günstige Geschichten. Gefallen mir auch optisch gut, vor allem hier drüben gefällt mir gut, weil ich auch den Unterstandmöglichkeit mit dem Efeu jetzt hier mag und ne, dass man so ein bisschen noch durchs Holz gucken kann und sowas, was für einen Untersteller ja mehr als okay ist und ausreicht. Ne? Also ja, schöne Geschichten, ne? Und ja, die Blumengeschichte hatten wir ja schon geguckt. Dann hüpfen wir jetzt einmal weiter und kommen zum Shop-Parkplatz. Und da seht ihr, oh, er ist leer. Nein, ist er nicht. Hier vorne steht das gute Stück. Wir haben nämlich hier eine, da steht es auch, Amazone Black Pantera haben wir jetzt hier. Das ist halt mal anstatt in den normalen grün-orange-Tönen hier jetzt mal eine Variante in schwarz. Ne? Hier schön mit Logo extra drauf. Ja, sieht soweit sehr, sehr gut aus. Ich werde den mal hier so ein Stückchen eben rumfahren und dann hört ihr auch gleich den Sound. So, also soundmäßig kommt das schon mal sehr gut rüber. Wir fangen mit dem Offensichtlichsten an, nämlich die Rundumleuchten. Die funktionieren schon mal einwandfrei. Lichtstufe 1, ganz normale Standardlicht vorne und hinten, ne, funktioniert einwandfrei. Ich finde auch hier schön, dass die kleinen Ausläufer hier dementsprechend auch schön beleuchtet sind. Stufe 2 gibt nochmal eine Arbeitslichtvariante hier dran. Und ihr seht auch hier auch an den Armen links und rechts geht ein Strahler. Wenn die Arme dann ausgeklappt sind, geht das an den Strahlern lang. Und dann geht das Ganze wieder aus. Das ist schon der ganze Trick. Wenn wir reingucken und Licht anmachen, sehen wir, da passiert so irgendwie nichts. Wenn wir den Motor anmachen, dann sehen wir schon mal hier, dass hier die Displays angehen. Das ist alles schon mal wunderprächtig. Aber wenn wir dann hier Licht anmachen, ja, passiert auch nichts. Ne? Also Innenraum ganz normal. Für die Leute, die innen fahren, vielleicht eine... Ne? Keine große Abschreckung ist mal. Es gibt einfach nur ein paar Kontrollleuchten, die nicht angehen. Aber die Displays und sowas sind ja sonst soweit da. So, da bleibt natürlich noch das richtig auseinanderfalten. Und da sind wir jetzt erstmal schon mal bei. Ne, man sieht richtig schön, wie einzelne Elemente hochgehen. Bis es sich ins Ende ausfaltet. Und dann kommt der letzte Aufläufer und dann seht ihr, das ist schon mal eine mehr als ordentliche Breite hier. Das kann ich anders sagen. Ne? Das bringt schon mal was. Das kann ich anders sagen. Also
Das ist schon mehr als ordentlich. Ich mache jetzt nochmal die Lichtgeschichte an. Dann seht ihr, dass hier nochmal was nach außen gestrahlt wird. Man hat wahrscheinlich das Pech, dass das Bild nicht bis ganz außen reicht, obwohl das Licht hier schon ziemlich ordentlich wirkt. Also ich habe schon Lichter gesehen, die weniger intensiv waren. Also das könnte vielleicht schon was bringen. Ist nämlich dann interessant, wenn man guckt, ob man im Dunkeln auch die Feldkarten erreicht hat, dass man nicht zu viel Überlappung macht und sowas. Dann ist das so wichtig. Ne? Also Blinker hatte ich noch vergessen. Mache ich hier einmal links, rechts, vorne. Und da sehen wir auch auf der einen Seite und auch auf der anderen Seite geht der Blinker. Also das sieht schon mal sehr gut aus. Ich steige hier mal eine Runde aus. Gehen wir auf die Seite hier. Irgendwie sehen die Lichtverhältnisse komisch aus. Vielleicht sieht man es noch ein bisschen besser. Ich fange nochmal mit einem schönen Tag an. So, das sieht ja schon mal viel besser aus. So, gut. Ja, Shop müssen wir natürlich noch angucken. Da finden wir ihn unter den Selbstfahrrad, unter Pflanzenschutz. Und da haben wir auch schon mal den Vergleich. Wir haben jetzt hier Pflanzenschutz, wie auch Flüssigdinger auszubringen. 4.500 Liter bei 41 Meter Arbeitsbreite. Ne, damit hat er natürlich weniger Liter und weniger Arbeitsbreite wie der Hardy, kostet natürlich auch nur die Hälfte und ist teurer wie der Stara, ne, hat ein bisschen weniger Liter Inhalt an Tank, trotz alledem, das ist aber nicht das Problem, weil er hat dafür eine größere Arbeitsbreite. Ne, also das gleicht sich dann so ungefähr wieder aus. Man muss natürlich sehen, dass man hier eine gute Versorgung rankriegt, dass er die 4.500 Liter bei 41 Meter gehen natürlich relativ zügig er durch. Ne? Ja, also wie gesagt, das sah doch auch schon mal sehr gut aus. Ja, und ich würde sagen, mit dem Blick auf dieses gute Stück, verabschiede ich mich für heute. So schnell geht's. Wir sind schon wieder durch für heute. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch morgen wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne passenden Daumen da. Ich würde mich auch sehr über einen Teilen freuen und ein Abo wäre spitzenmäßig. Dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Ja, und bis morgen.